Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge All Friends, die Weisen. Mal gucken, Mikrofon ist laut an, geht los. Und jetzt, Jarek. Ja, das war der letzte Schnack, den wir gehabt hatten mit Jarek. Probier's am besten einfach mal aus. Wer ist es schon sehen? Ach ja, wir sollten hacken. Habe ich mit ihm gehackt? Ja, klar. Hatten wir. Genau, wer schon sehen, ist keine Raketenwissenschaft. Danke, Tomji. One moment, please. So, hier haben wir das. Hat er schon selber reingeguckt gehabt, was es denn war? Das war so ein Video, ne? Genau, die hat er nämlich alle von Fonzilein aus seinen Cloud-Speicher nämlich gezockt, der Penner. Norma im Trance. Wofür hat man so etwas, ne? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und dann dieses Abtschab. Das ist rumgeflüstert, ne? Mein erster erfolgreicher Hack. Hier die Datei aus dem Cloud. Datei wollte ich gerade sagen. Erinnert mich an jemanden. Ich dachte auch mal, Datei. Wow, das ging ja schnell, Tomsi. Ich weiß, ich bin immer schnell. Du weißt doch, dass ich immer schnell fertig bin. Und so schwer war es doch gar nicht, oder? Ah, ich hatte es mir schwerer vorgestellt. Naja, ging so. Ich fand schon ziemlich knifflig. Wir machen, naja, ging so, ne? Wir wollen ihn ja mal so ein bisschen sagen, boah, das können wir ja gar nicht. Macht sowas nicht oft. Mach es nicht so oft mit uns. Ach, ganz vergessen. Es gibt einen Trick, bei dem du deinen Hackvorgang viel einfacher abschließen kannst. Ist das so? Vielleicht, ja, ich weiß, man muss Premium zahlen oder so, dann kriegst du so ein Dauer-Premium-Dings, dann kannst du das. Ein Trick? Genau. Pass auf. Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn du es schaffst, ein Viereck mit einer gleichen Farbe zu bilden, zerstörst du alle Kugeln dieser Farbe. Ja. Warte kurz. Ich sage, es ist doch eigentlich, das kennt wir doch eigentlich schon, ne? Ja. Oh mein Gott, ich muss mir an den Kopf fassen. Jetzt sind alle weg. Ist nicht wahr. Und jetzt den auch nochmal, bitte. Können wir auch nochmal? Am besten, du probierst es mal kurz aus. Dauert nicht lange. Und sammle einen Stern, um vorzusetzen. Jetzt sollen wir tatsächlich hacken. Belohnung, ein Stern, ein Bix, joa. So, ja. Okay, oh, ich bin völlig überfordert. Ich probiere mal das. Oh, klasse. Ach, ich könnte ja noch mal vielleicht... Ja, und vielleicht mache ich mal so einen großen. Was haltet ihr davon? So, okay. Ich weiß noch nicht, wer das noch nicht verstanden haben soll. Jetzt haben wir gar keinen mehr, ne? Gerade wollte ich so richtig auf die Kacke hauen, ne? Aber es ist wie bei The Healing. Und ihr alle habt The Healing gespielt. Wir wissen das alle. Wir wissen das alle. Ne? Ihr alle habt The Healing gespielt. Wir wissen das. Deswegen wisst ihr auch, wie das funktioniert. Deswegen weiß ich gar nicht, warum da jetzt ein Tutorial dafür da sein muss. Verstehe ich nicht. Aber ihr habt alle habt The Healing gespielt. Was bei The Sign auch so? Nee, bei The Sign war es nicht, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. So, Video anscheinend. Ne. So, der Hexentanz. Wir würden uns freuen, wenn du uns unterstützt, indem du eine Bewertung im Store abgibst. Als Dankeschön erhöhen wir dann maximal deine Herzen von 5 aus. Muss ich das jetzt unbedingt mitmachen? Nein, jetzt mache ich das nicht. Ihr wisst, wie cool ich euch finde, ne? Ihr Macher da von The Healing und Orphans und Reality Games. So, Chat. So, da bin ich wieder. Hat richtig Spaß gemacht. Coole Sache mit dem Vierer-Block. Sag ich doch. Und wenn du dir diesen Tipp zu Herzen nimmst, wirst du auch schwierige Hacks ohne Probleme meistern. Und wenn du mal Langeweile hast, kannst du dir sogar den einen oder anderen Big dazu zu verdienen, indem du dir Videos anguckst.
Ich habe mir übrigens inzwischen dein gehacktes Video mal genauer angeschaut. Jetzt geht's endlich wieder zur Sache. So wirklich weiter bringst du uns das nicht. Nie. Das war irgendwas aus dem Swingerclub. Das war irgendwie krass, aber keine Ahnung, was das mit diesem Waisenhaus zu tun haben sollte. Ich denke mal, dass es dieses Tutorial wäre jetzt dafür da, weil sich so viele Leute ja beschweren. Oh Gott, das Minigame ist so schwer, ich kann das nicht mehr weiterspielen, bla bla bla. Ich weiß es nicht. Also, es gibt ja tausende von solchen Spielen. Und überall haben sie diese Minigames mit drin. Ich weiß gar nicht, es sollte eigentlich gar keine Überraschung sein. Man muss sich dahinter hängen, man muss auch ausdauernd bei so etwas sein. Das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie nicht arbeitet oder so. Wenn ich auf der Arbeit bin und mal kacken bin oder so, dann daddel ich eine Runde. Oder ich immer Pause habe, daddel ich eine Runde. Ich weiß gar nicht, ist gar nicht so schwer, finde ich. Ne? Okay. Wahrscheinlich gar nichts. Ja, irgendwie verstörend. Sah irgendwie nach einer Art Zombie-Zeremonie aus. Zombie-Zeremonie, ja, ich denke auch. So ein Hexenzirkel-Ding einfach, ne? Ja, irgend so ein Teufels- oder Hexenzeug. Aber nichts, was uns hier weiterbringen würde. Wäre aber ein cooles Video für unseren Channel gewesen. Ja, ist das so? Doch wenn wir das veröffentlichen, haben wir ruckzuck eine Klage am Hals. Ja, wo kommt das bloß her? Und so, kommt, soll ja das Buch sein, ne? Und außerdem würde uns ein kleiner Einbruch in die Cloud auffliegen. Ja. Aber weiter so, Tom G. Sei weiter ein Verbrecher, ein Cyberkrimineller. Beim nächsten Mal haben wir vielleicht mehr Glück. Wenn du auf was Interessantes stößt, sag Bescheid. Irgendwelche belanglose Dinge brauchst du mir erstmal nicht zu schicken, was? In Ordnung, verstanden. Ich schicke dir nur, was interessant sein könnte. Okay, jetzt sind wir so richtig im Team mit ein. Wir haben uns jetzt kriminell gemacht, ne? Wir sind richtig jetzt mit drin. Speicher die Sachen auf jeden Fall mal ab. Dann können wir alles in Ruhe durchgehen, wenn wir wieder zu Hause sind. Hey Tom G. Hi Leon. Ja. Ja, ich weiß Bescheid, du willst mich nicht dabei haben. Nein, ganz so ist es nicht. Nein. Ich war bloß etwas angefressen, weil Mika das nicht mit uns abgesprochen hatte. Kann man verstehen. Sie hätte uns einfach nur kurz Bescheid geben können, dass du die Gruppe kommst. Ja, das kann sein, ne? Aber es war doch nicht meine Entscheidung. Stimmt, wäre besser gewesen. Naja, auf jeden Fall war ein herzlicher Fall. Nee, stimmt, wäre besser gewesen. Das denke ich auch, ne? Man überrennt die Leute ja nicht einfach so, oder? Macht man nicht. Wie auch immer, es tut mir leid. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ja, mach dich doch nicht kleiner, als du bist. Verbindlichsten Dank. Oh, Leon, hör mal. Weißt du, normalerweise bin ich gar nicht so. Nee, das glaube ich auch. Ich kann sogar ganz nett sein. Ja, das glaube ich dir sofort. Das glaube ich dir sogar. Ach, Kinders. Sollen wir noch mal von vorne anfangen? Ja, gut, okay. Ja, so machen wir es. Eine gute Idee, Leon. Klasse, Leon. Okay, wer beginnt? Deine Mutter. Lass mal ganz kurz bei Leon so ein bisschen reinchecken nochmal. Ui, 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 Knutschi, Knutschi. Ja, ich wollte gerade was fragen, aber ja. Ich dachte, das wäre Probro Lifestyle hier. Es ist Probro Lifestyle. Oder wie hießen die? Doch, Probro Lifestyle hießen die doch, ne? Ja. Er ist auch gar nicht so alt, ne? Ich dachte, ich war ganz erschrocken. Ich glaube, der ist nicht mal 30 Jahre alt oder so, ne? Meine Güte. Okay, wer beginnt? Was machst du eigentlich, wenn du mal kein Arsch bist? Ja, das ist die geilste Frage überhaupt. Du bist also sowas wie der Chef der Truppe. Damit haben wir bestimmt gleich alles verbessert. Okay. Sorry, der war gemein.
Ja, ich hab's verdient. Du meinst beruflich? Ja. Berufsarschloch. Ich hatte mal angefangen, Maschinenbau zu studieren. Eigentlich stehe ich nämlich auf Technik und so ein Zeugs. Hab aber nach 3 Semestern das Handtuch geworfen. Keine Ahnung, konnte mit diesem ganzen Theoriekram nichts anfangen. Nach 3 Silvester. Seitdem jobbe ich. Auch nicht schlecht, vom Student. Seit gut einem Jahr bin ich bei einer kleinen Filmproduktionsfirma. Wow, geil. Wie kommt man denn dahin? Kümmere mich um die ganze Technik und so. Kamera, Ton, Beleuchtung, das ganze Programm eben. Du kannst dich also gerne jederzeit an mich wenden, wenn du irgendwelche Fragen hast. Falls du dich für die technischen Dinge so interessierst. Nee, ich guck den lieber Film, danke. Oh. Leute, schaut euch das mal an. Das hat mir Ina gerade geschickt. Wow, voll gruselig, Digga. Oh, könnte wirklich gruselig sein. What the fuck? OMG, Bitch! Jetzt bleib mal locker, Tammy. Das ist 100 Pro wieder einer ihren dummen Pranks. Sehe ich auch so. Wenn das Video echt wäre, hätte sie entweder gar nicht oder aus dem Krankenhaus geantwortet. Die beiden amüsieren sich jetzt jedes Mal darüber, dass wir Panik schieben. Das kann nicht deren Ernst sein. Das sah aber verdammt echt aus. Ein Prank, seid ihr euch da wirklich sicher? Ziemlich geschmackslos, wenn ihr mich fragt. Bin ich auch. Das geht gar nicht. Das ist schon ziemlich heftig. Das ist mal wieder typisch für die beiden. Aber unheimlich ist es schon. Voll unheimlich, Digga. Unheimlich? Wie Tom schon sagte, das ist einfach nur geschmacklos. Ja. Ja, das geht eindeutig zu weit. Eben. Und genau das habe ich Ihnen gerade geschrieben. Genau das. Aber sie hat wohl gerade ihr Handy aus. Ja. Und Samus auch offline. Das ist echt makaber. Ja, die lassen uns jetzt in der Luft hängen mit Sicherheit. Das war echt, Leute. Das war bestimmt echt. Absolut. Ich möchte echt mal wissen, was sie sich dabei gedacht haben. Ach komm schon, Leute. Ihr kennt die beiden doch. Ich muss euch wohl kaum an die letzte Aktion erinnern. Als Ina plötzlich blutüberströmt vor einer der Kameras auftauchte. Ja, da war es noch ein Scherz. Aber das hier ist alles andere als witzig. Da hätte ich sogar mich fast eingepisst. Und am Ende war alles nur Fake-Blut. Und die beiden haben sich schlapp gelacht. Ja, die scheinen ja einen ziemlich schrägen Humor zu haben. Wie gemein ist das denn bitte? Oh Gott, ich glaube, ich wäre ausgerastet. Und ich hätte mitgelacht. Schräger Humor. Obwohl, ich habe auch mal sowas gemacht. Ich habe damals mal so eine Büroklammer. Die habe ich auseinandergefaltet. Da war ich bei meinem Kumpel denn, ne? Und habe dann diese Büroklammer so um meinen Finger gebogen, dass es so aussah, dass die einmal hier und einmal da so rausguckt. Hab mir so ein Taschentuch umgebunden und hab da so Ketchup rangemacht. Und so bin ich dann zu meiner Mutter, ne? Und hab dann mir so ein paar Tränchen rausgerückt und hab gesagt, Mama, wie ist was Schlimmes passiert? Und dann, da ist sie natürlich voll drauf rein. Fand sie nicht witzig. Ich glaube, ich habe sogar damals einen auf dem Arsch dafür gekriegt. War nicht gut. Genauso wie ich mal Kunstkacke bei uns in den Flur in die Ecke gelegt hatte. Oh, hab ich deinen auf den Arsch gekriegt hier. So. Die scheinen ja schon. Ja, lass mich doch mal lesen jetzt. Hallo. Ja,
Was das angeht, haben die zwei definitiv. Ja, wir warten jetzt mal. Die hören gar nicht auf zu schreiben, wenn man was zwischen erzählen möchte. Man kann das auch nicht pausieren. Das wäre geil, so ein Pause-Button einfach so, ne? Das wäre geil, einmal kurz Pause drücken. Dann lesen wir es gleich in aller Ruhe vor. Lass die mal schreiben. Ja, genau. Das waren die Videos, ne? Nicht stabil auf jeden Fall. Guck mal, die Zwischenetagen. Kannst du sagen, was du willst, Alter. Das ist richtig spooky, Alter. Lostplace.de. Ist so. Stimmt, das sagte ich ja, ne? Das war so irgendwie wie bei Healing, ne? So, ich glaube, die beiden sind soweit fertig mit. Nein, sind sie nicht. Warum hast du nicht weitergeschnackt, während ich ihm das Video angeguckt habe? Komm, ich hatte das eben schon erwähnt, ja. Okay, jetzt können wir den ganzen langen Text sagen. So. Ja, was das angeht, haben die zwei definitiv eine andere Waffe. Eine Waffe, ich dachte Waffe. Was auch immer, die beiden gehen echt zu weit. Das ist echt kein Spaß mehr. Ist jetzt aber auch schon nicht so wichtig. Leute, seid ihr soweit? Ich will fertig sein, bevor es dunkel wird. Yep, ich bin jetzt oben. Jared, bist du im Flur? In 2 Minuten. Ich wäre soweit. Mika? Ich bin auf dem Weg ins Dachgeschoss. Leg schon mal los. Okay, dann lass uns keine Zeit verlieren. Tomji, ich hatte es eben schon erwähnt. Hast du Lust zu helfen? Ja, helfen bei was? Wir haben hier noch nicht alles verkabelt und die ganzen Aufzeichnungen zum Hauptrechner zu übertragen. Und das mobile Internet hier ist so langsam wie eine narkotisierte Schnecke. Wow, das sind ja Sprüche. Krass. Hat er wohl aus der Sign noch. Das kannst du laut sagen. Reicht gerade mal zum Chatten. Und mit viel Geduld kann ich eine Website öffnen. Mit viel Geduld hat. Aber zum Glück haben wir ja Tomji. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich mich da hinstellen, Alter? Soll das Internet Draht oder was? Du könntest checken, ob die einzelnen Signale durchgehen. Dann können wir den Rest später erledigen, okay? Wahrscheinlich sollen wir irgendwelche Videos wieder abchecken. Für die Videos, für die Cams, war das so? Okay, gerne. Zu Leon, wir sind auch echt gut Homie mit Leon, ne? Du? Oder mit Cedric. Ich leite die ganze Cam-Signale auf dein Handy um. Oh, super nett von dir. Und du checkst, ob die Kameras und Mikros funktionieren, sobald der Bewegungsmelder auslöst. Echt? Sowas geht? Und auf was muss ich achten? Yes, sir, let's do it. Ja, I can boogie. Mhm, genau. Schön. Klasse, je schneller wir damit fertig sind, desto eher kriege ich mein wohlverdientes Bier. Oh, ich will auch. Haben wir schon 16 Uhr? Nee, gleich. Ja, danke, streut Salz in die Wunde. Ihr hattet ja nur Wein mitgebracht. Bleh. Okay, pass auf, Tomji. Du wirst nach und nach ein Videosignal auf dein Handy kriegen, sobald ein Bewegungssensor auslöst. Wow, cool. Schreibe mir kurz in die Gruppe, ob alles soweit funktioniert. Das sollten wir hinkriegen. Ich fange denn mal an. Okay, today. Da sehen wir bestimmt was gruselig, ich schwöre. Das kann nicht gut gehen, Leute. Cam Treppenhaus Bewegung registriert. Kann ich da anklicken? Tatsächlich. Oh. Ach, fick check, dich check. Doch ins Knie. Sehr cool, dass wir das nachher alles nicht monetarisieren können. Dankeschön dafür. Ah. Bild und Ton okay. Das mit dem Singen üben wir aber nochmal, ne? Du sprichst mir aus der Seele. Hört euch das mal an. Today's gonna be the day that I'm gonna throw it back to you. By now, I should somehow realize what I gotta do. I believe that anybody feels that's the way I do. Oh Gott, das ist hier, ich mag den Song, ne? Oasis, finde ich total cool. Also der Song heißt nicht Oasis, die Band heißt Oasis, aber das ist schon ziemlich cool. Also ich fand's gut jetzt, ne? Oh je, so schlimm finde ich das gar nicht. Hä, kann ich das nicht wählen? Achso, ich habe gerade hier irgendwie so einen Spielhänger oder was, ne?
Oh. Wir haben gerade einen Spielhänger. Wir haben gerade einen Spielhänger. Das mache ich mal ganz kurz einmal. Also, Pause. Jetzt haben wir das doch genommen. So schlimm finde ich das gar nicht. Seht ihr? Jetzt aber genug gelacht. Weiter im Programm. Ich fand das nicht so schlimm. Das ist ein schönes Lied. Ich wäre jetzt auch ready. Okay. Cam-Bürotrakt. Bewegung registriert. Das Bild ist scheiße. Man sieht leider gar nichts. Entweder ist mein Handy kaputt oder deine Cam funktioniert nicht. Ja, hier stimmt was nicht. Ich brauche noch etwas. So, Campflur, Bewegung registriert. Jetzt kann er hier nicht mehr anklicken. Doch, jetzt habe ich. Witzig. Oh, das ist eine echte Kakerlake. Was ist deine Idee? Wie jetzt? Bewegung im Flur? Ich bin noch gar nicht dort. Oh! Bei mir hängt das Spiel so ein bisschen. Eine dicke, fette Kakerlake. Ja, findet er cool, ne? Nonne Tamara, also Nonne Tamara meldet sich zum Dienst. Okay, Nonnenzimmer. Bewegung registriert. Aloha. Hi. 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 Bild und Ton sind top. Okay, super. So Leute, ich gehe mal wieder zurück in den Speisesaal. Cam Dachgeschoss, Bewegung registriert. Oh. Nee, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Cooler Effekt, würde ich jetzt sagen. Was war das gerade? Habt ihr es mitgekommen? OMG. OMG, Bitch. Was ist? Im Dachgeschoss da. Bam, 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 bam. Da was? Mika, bist du schon oben? So schnell bin ich auch wieder nicht. Was ist mit dem Dachgeschoss, Tomji? Oh, und ob die Leute uns das glauben werden oder nicht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Meine Güte, Geisteraktivitäten. Okay, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschalten und tschüssli, Müsli.